Die gute Nachricht, es gibt einen neuen Story-DLC für Homefront The Revolution, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und der heißt Aftermath. Und der spielt nach der Hauptkampagne. Die schlechte Nachricht, es gibt im selben Zug auch einen Grafik-Downgrade auf den Zustand zurück, wie es am Anfang war, was die Schatten anging. Aber das können wir, glaube ich, im laufenden Spiel dann auch nochmal kurz ein bisschen besprechen. Zeigen kann ich es da natürlich dann nicht, weil ich nicht an so vielen Orten bin. Obwohl, vielleicht kann ich sogar zeigen. Es gibt bestimmt ein paar Orte, wo es anders gewesen wäre. Aber klären wir dann. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Story Aftermath. Auf normalen Schwierigkeitsgrad. Der kostet 6 Euro, der DLC. Und es gibt ihn seit dem 10.11. Und das ist der zweite Story DLC. Und nächstes Jahr kommt dann nochmal ein großer. Das hier ist wohl auch wieder eher eine kleine Geschichte, wo so maximal eine Stunde Gameplay drin. Was aber beim anderen DLC war das eigentlich auch ganz okay. Der hat mir eigentlich gut gefallen. Er war nur sehr kurz. Und wie gesagt, mit der Grafik klären wir später. Brady, hast du den Scheiß gehört? Unglaublich. Halt durch, Scott. Das Rathaus hält immer noch durch. Hey, gestern sind schon wieder drei Trupps desertiert. Kontaktiere Matthews und sag ihm, er soll... Red nur weiter, du Hurensohn, wir finden dich. Brady, danke, dass du gekommen bist. Hast du schon gehört? Über Nacht sind wieder 40 Kämpfer desertiert. Walkers Propaganda bringt uns um. Wenn wir herausfinden, von wo aus er sendet, erledige ich ihn persönlich. Nicht so schnell, Cookie. Ich brauche dich in deiner Werkstatt. Ohne deine Waffen ist der Kampf verloren. Nur ein kleiner Praxistest für mein jüngstes Projekt. Tut mir leid, Cookie. Keine Chance. Parrish, ich hab's! Die Signale kommen von hier. Okay, Walker. Dann ziehen wir mal den Stecker. Ja, das ist KVA-Gebiet. Das ist es. Das alte WDED-Funkhaus. Hinterhältige Mistkerle. Okay, Brady, du musst dir das ansehen. Du musst Walker finden und eliminieren. Moment mal. Walker hat mir das Leben gerettet. Er hat all das hier in Gang gebracht. Und jetzt soll ich ihn einfach töten? Er hat uns verraten. Er wurde zu einer Waffe für die KVA. Er hatte vermutlich keine Wahl. Die haben wir auch nicht. Seine Übertragungen müssen aufhören. Ich werde ihn retten. Er kann den Schaden wieder gut machen, den er angerichtet hat. Zu riskant. Wir dürfen das nicht verbocken. Tut mir leid, Brady. Aber er muss sterben. Nein! Dafür habe ich mich dem Kampf nicht angeschlossen. Wir müssen besser sein. Ich fand's besser, als du noch die Klappe gehalten hast. Das wollte ich auch gerade sagen! Du hast dir diese Chance verdient. Aber du bist auf dich allein gestellt. Und wenn es nicht klappt, machen wir es auf meine Weise. Verstanden? Klar, ganz wie du willst. Ich glaube, ihr spinnt langsam mit euren DLCs, indem auf einmal die Hauptfiguren anfangen zu reden. Was soll denn das? Das war bei Dishonored schon und jetzt ist es hier auch schon. Und es ist... Feuerkraft. Genau, es ist sofort besser. Was soll denn der Scheiß? Warum geht denn das nicht gleich so? Meine Fresse, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sofort besser, wenn die Hauptfigur mal den Mund aufmacht. So rum. Hier war es ja nur im Hauptspiel echt schlimm, wie oft der mal was hätte sagen sollen und dann einfach nichts gesagt hat. Und jetzt im DLC spricht er auf einmal. Was ist denn da los? Meine Fresse, ey. Können wir das nicht für die Hauptspiele haben? Das kann nicht wahr sein. Also ich finde es ja gut, ich finde es ja super, aber warum denn erst im DLC? Seid ihr irre? Ich meine, im ersten DLC, der Dings hat ja auch schon gesprochen, ne? Da hat man ja Walker gespielt. Aber jetzt ist es halt Ethan, den man ja in der Hauptkampagne spielt, der auf einmal auch reden kann. Ja, surprise. Mein Gott, ey, das kann nicht wahr sein. Oh, hey, Brady. Was brauchst du? Ich gehe auf eine Mission für Parrish. Ich brauche Ausrüstung. Wir haben nicht viel, aber nimm dir, was du brauchst. Viel Glück, Brady. Oh, sieht doch gut aus. Und ja, muss man tatsächlich auch wieder sagen, es sieht echt gut aus. Aber bei Nacht werden wir es dann sehen. Tippe ich zumindest mal drauf. Es gibt ein Problem mit den Schatten. Denn die sind jetzt wieder zurückgefahren wie in der Ursprungsversion. Da gab es nämlich nur an, ja, so gefühlt 30% aller Lichtquellen in der Spielwelt dann auch tatsächlich dynamische Schatten. Auch von der eigenen Hauptfigur. Und dann kam der erste Story-DLC und ein begleitender Patch dazu. Und dann war die Performance geil, das Spiel lief echt rund, die Bugs waren raus, soweit ich das sehen konnte. Und auf einmal waren überall dynamische Schatten und das hat gerade bei Nacht so eine
ne? Das ist nicht deine Schuld. Gott, was für eine Scheiße. Und es hat gerade bei nachts für so viel Stimmung gesorgt. Und ja, jetzt haben wir die Uhr wieder zurückgedreht und die Schatten sind wieder weg. Und das nimmt einfach Atmosphäre bei Nacht raus. Und ich verstehe es nicht, Hey Brady, hör mal lieber eine Weile kein Radio. Walker ist schon wieder auf Sendung. Ja, Mist, dass ich im Hauptspiel gerade erst alle Sender auf den Rebellensender gestellt habe. Ich muss mich beeilen. Ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Aber der trägt, überträgt das ja vielleicht auch gar nicht. Also es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe beim Entwickler bzw. beim Publisher nachgefragt, ob sie uns da irgendwie mal was zu sagen können. Bis jetzt noch kein Feedback, aber es wird sicherlich auch ein paar Tage dauern. Was immer du willst, Brady. Gehst du auf eine Mission? Lasst eure Radios an. Ich werde die Laune ein wenig heben. Wenn wir dieses Gebiet unter unsere Kontrolle bringen können, dann werden die nächsten ein Spaziergang im Park. Okay, mach das Baby auf. Viel Glück, Brady. Dann mal los. Hui. Also man muss es leider sagen, es ist ein wilder Ritt mit diesem Spiel. Ein Auf und Ab. Das ist ja jetzt hier cool, aber die... Ach, das ist so ein Durcheinander mit dem Ding, Wahnsinn. Ich hoffe, sie schalten es wieder an und dass es vielleicht nur ein Fehler war. Auf Steam gibt es natürlich auch schon die ersten Kommentare dazu, was die Leute gar nicht lustig finden und was ich auch total nachvollziehen und nicht verstehen kann. Ich kann ja verstehen, dass man vielleicht sagt, irgendwie auf schwächeren Rechnern machen wir es aus oder auf der Konsole, wenn es zu viel Performance frisst. Aber es lief ja hier auf dem Rechner echt richtig, richtig gut. Ich muss mir einen Radiosender ansehen. Okay. Ich kann mir schon denken, worum es dabei geht. Nimm dir eine Waffe. Lange an deine Waffen? Ich habe doch schon meine Waffen. Jetzt kann ich mir aber aussuchen wahrscheinlich, was ich gerne wählen will. Das finde ich aber ganz okay. Was mit Walker passiert ist, das könnte jedem von uns zustoßen. Die Leute urteilen zu schnell. Weißt du, Brady? Ich habe dich bei der Independence Hall gesehen, als die Luftschiffe abgestürzt sind. Was für ein Tag. Aber seitdem ist es schwer. Ich weiß, dass wir im Moment nicht vorankommen, aber wir finden schon einen Weg. Es gibt kein Zurück mehr. Der Strahler hier macht jetzt zum Beispiel ein vernünftiges Licht und diese Mülltonne macht keins. Und das würde sie in der Version, die vor diesem DLC, der auch wieder von einem Patch begleitet wurde, veröffentlicht wurde. Da wäre das eigentlich so drin und das ist so ärgerlich. Hey, ich helfe dir. Hinter diesem Tor liegt das VA-Gebiet. Okay. Wir sehen uns. Sollen wir mal kurz gucken, wie ging denn das nochmal mit dem Waffenumbauen? Machen wir die noch drauf. Unterlauf machen wir... Na, da bleiben wir beim Laser. Oder? Ja, bleiben wir beim Laser. Und oben, das passt soweit auch. Dann schauen wir mal kurz, was die Pistole sagt. Da machen wir aber einen Schalldämpfer drauf. Und auch ein Laser dran. Fertig. Also ich hoffe, dass es irgendwie vielleicht nur ein Bug an der Umstellung oder so ist und dass es wieder zurückkommt. Aber so ist es echt ärgerlich. Parrish, hier ist Brady. Ich bin bald beim Radiosender. Okay. Ich glaube zwar immer noch, dass das eine schlechte Idee ist, aber wollen wir mal sehen, womit du es zu tun hast. Denk aber dran, wenn du Walker nicht da rausholen kannst, gehe ich zu Plan B über. Ich sehe es, Parrish. WDED, genau wie Cook gesagt hat. Wird aber schwer bewacht. War zu erwarten, wenn sie Walker da drin festhalten. Der direkte Weg sieht heftig aus, aber rechts neben dem Sender steht ein Gebäude mit einem Liberty-Plakat. Wenn ich mich da hineinschleichen kann, kann ich vielleicht von dort hineingelangen. Alles klar. Aber sei vorsichtig. Dann versuchen wir es mal über die Seite.
sind zu viele. Ich muss irgendwie unbemerkt hinein. Ah, das sind tatsächlich jede Menge. Vor allen Dingen der Goliath ist das Problem. Habt mich nicht bemerkt. Bitte, bitte, bitte. Ah, sie sind in Alarmbereitschaft, aber... Oh, 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 doch. Es gibt auf jeden Fall eine globale Beleuchtung. Also draußen und so ist alles da. Okay. Mal schauen, ob wir auch bei Nacht kämpfen in dem Einsatz. Vielleicht merkt man es dann doch eben gar nicht. Ich muss ja echt sagen, ich spiele das immer wieder so gerne. Einfach nur das Rumlaufen und Kämpfen macht mir echt Spaß. Einer der wenigen irgendwie auf dieser Welt bin ich. Gefällt mir das gute Spiel. Trotz seiner ganzen Schwäche. Was ist denn mit den ganzen Enden auf sich? War vorhin auch schon eine. Vielleicht ist das irgendwie so ein kleines verstecktes Achievement, dass man diese Enden abschießen kann. Ich weiß es nicht. Okay, die sind alle in Alarmbereitschaft. Aber vielleicht komme ich irgendwie trotzdem über die Seite rüber. Nein. Ich habe übrigens die Trefferanzeigen ausgeschaltet. Na, war das schon? Da hinten ist einer. Ich hätte auch irgendwie total Bock, das Spiel nochmal auf einem hohen Schwierigkeitsgrad und komplett... Oh, das tut weh, ja. Komplett ohne Dings zu spielen, ohne... ohne Karte und ohne... Gut, ist es ja jetzt im Grunde genommen auch schon. Ohne Karte und ohne, ja, Hilfsanzeigen, ohne Radar. Das wäre irgendwie ein bisschen geil. Und es läuft halt so scheiße butterweich inzwischen. Das ist echt krass. Geht er da rüber? Nee. Oh shit, das ist der. Da ist der Schwierigkeitsgrad doch hier zu leicht. Aber noch bewege ich mich auch eher außenrum. Das ist übrigens auch was die letzten Jahre echt... cool ist, dass es so krass aufgekommen ist in den Spielen mit den ganzen Street Art, also den ganzen Graffiti und sowas. Also wie voll die Spiele inzwischen davon sind. Und das sieht auch echt immer sehr, sehr cool aus. Ist hier durch? Nee. Wow! Ja, also ganz so stealthig, wie ich das gerne wollte, lief das Ganze jetzt nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Also komplett ohne Interface ist auch irgendwie geil, oder? Also... Ich müsste wahrscheinlich nochmal genau reingucken, was ich jetzt für Anzeigen doch bräuchte und was nicht. Die eine oder andere so Missionsanzeige oder so brauchen wir doch. Suche läuft das eine Drohne. Ich versuch's oben lang. Ich
mag halt auch das Waffenhandling und das Feedback. Shoot on. Oh! Oh, Granate! Habe ich auch irgendwas Lustiges dabei? Den hat es zerlegt. Was ist denn das eigentlich hier so scheiße hell? Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass Tag-Nacht-Wechsel ausgeschaltet ist. Die Gitter sind zum Glück unzerstörbar. Unzerstörbare Gitter. So, was haben wir gerne? Oder geht die Taschenlampe sogar automatisch an? Oder hatte ich die ganze Zeit schon an? Nee, oder? Nee. Nein, 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 nein. Ich bin im Sendezentrum. Gut gemacht. Jetzt such das Aufnahmestudio. Über das Dach. Versuchen wir es mal hier über die Seite. Ah, das war so klar. Mal gucken, wo er mich da reinsetzt. War nicht so gut. Das lief nicht so gut. Vor allem ist ganz schön voll das Dach hier rum. Ich muss über das Dach. Das hätte beinahe einer gesehen. Dann ist es wohl Zeit, laut zu werden. War maximal unelegant, aber es hat funktioniert. Und das reicht manchmal. Da stand gerade einer. Ist da was? Machen wir es einfach so. Mit ein bisschen Glück kommen sie hier nicht rein. Oder doch? Hey, werden wir schon nicht alle hinterherkommen? Parrish, ich habe das Studio fast erreicht. Ich muss nur noch einen Aufzug aufbekommen. Okay, Brady. Sorgt dafür, dass die Walker nicht rausschaffen können. Verstanden.
Das ist das Studio. Bürger von Philadelphia. Die Zeit der Garrish, Gewalt. Garrish, Walker überträgt immer noch. Das ist es. Okay, gib Bescheid, sobald du ihn gefunden hast. Der Autorität der KVA zu widersetzen, kann nur zu weiterem Blutvergießen führen. Die Taten des Widerstands und seiner Anführer zeigen völlige Ignoranz der wichtigen Probleme unserer heutigen Gesellschaft. Sie schicken eure Familien und Freunde in den Kampf gegen einen Feind, der in Wahrheit nicht existiert. Die KVA will nicht gegen hier. Uns kämpfen. Es ist nur eine Aufzeichnung. Sie ist hier, um uns finden. Zu helfen. Versuch, ihre Dateien zu hacken und ihn zu finden. Und schalt die verdammte Räder aus. Gezeigt, wie tief unser Land und seine Anführer gefallen sind. Oh, Scheiße. Parrish, ich schicke dir die ganzen Daten. Vielleicht findest du etwas. Ich halte die KVA zurück, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Okay, Brady. Cookie, fang an, die Daten durchzugehen. Finde raus, wo Walker ist. Okay, ich starte eine Suche. Was habe ich denn so alles dabei? Ein paar von denen. Damit kann ich nicht viel anfangen. Zumindest nicht, solange sie nicht eine Drohne haben. Ah! Shit. Ich glaube ehrlich gesagt, dass irgendwas mit der Grafik richtig verbuggt ist. Weil hier oben sieht man es ja auch, und das ist mir auch in der Hauptkampagne schon aufgefallen, diese komischen Streifen, die das jetzt hier, seht ihr das? Hier, das wirft überall so komische Streifen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas haben sie falsch gemacht, zumindest nicht so, wie sie es wollten. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe ihn erwischt. Wir sehen heftige KVA-Präsenz in deiner Nähe. Verschwinde da lieber schleunig, Brady. Ah, ich habe ja auch noch das Gewehr. Ich habe Walker gefunden. Er wird in einer Chemieverarbeitungsanlage in der Nähe des Senders festgehalten. Beim Apex-Turm? Rogers hat versucht, ihn letzte Woche auszukundschaften. Er hatte einen Eingang über die Gasrohre gefunden, ist aber nie zurückgekommen. Brady, ich trage Rogers letzte bekannte Position auf deiner Karte ein. Mach dich auf den Weg. Ich habe noch etwas gefunden. Aufzeichnungen von gescheiterten Aufnahmen mit Walker. Hör dir das an. Lies die Rede, sonst töte ich noch jemanden. Bei wie vielen sind wir? Unsere Leben sind bedeutungslos. Wir kämpfen für die gerechte Sache. Der nächste. Name? Stephanie Miller. Das ist die Stimme der Freiheit. Er würde dich lieber sterben lassen, als ein Stück Papier vorzulesen. Willst du sterben, Stephanie? Nein,
Oh, ein Jammer. Bitte, lies es einfach vor. Weißt du, wie viele Leute draußen warten? Die ganze Stadt. Muss es wirklich so weit kommen? Genug! Es ist genug! Hör auf! Es gibt noch mehr. Sie haben ihn unter Drogen gesetzt, ihn verprügelt und noch mehr kranker Scheiß. Es ist alles hier. Diese verfluchten Tiere. Brady, du hattest recht. Wir müssen ihn retten. Ich hätte ihn niemals aufgeben dürfen. Ich hole ihn zurück. Versprochen. Und schau mal, hier, das wirft jetzt hier ein Licht. Und das sollte eigentlich bei allen diesen Dingern der Fall sein, weil es einfach echt für viel mehr Stimmung sorgt. Besonders bei Nacht in der Stadt. Und das haben sie halt rausgenommen zu einem gewissen Grad. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe aber auch nicht, wo ich hier weiter soll. Ach, hier weiter durch. Nee, kann ich die Zerscheiben einschlagen? Nee. Hallo? What's going on here? Wo soll ich denn weiter? Sehe ich gerade irgendeinen Durchgang nicht, oder? ich glaube blind. Vor allem eigentlich müsste es doch möglich sein, sich hier durchzukämpfen. Naja, ist nicht so wild. Ich mache sowieso jetzt erstmal kurz eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zum zweiten Teil von, ich tippe mal wahrscheinlich auch letzter Teil, vom Aftermath DLC für Homefront The Revolution wieder. Bis denn, ciao!